Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und heute reden wir über einen Film, der wieder einmal für den Oscar nominiert ist. Also nicht schon wieder, sondern wieder einmal über einen Film, der Oscar nominiert ist. Nämlich Women Talking mit Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley und Frances McDormand. Und wie ich den fand, das verrate ich euch nach dem Trailer. Why does love, the absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence? It was all waiting to happen before it happened. You could look back and follow the breadcrumbs along the path that led to violence. When we looked back, it had been everywhere. It is a part of our faith to forgive. We would be forced to leave the colonies if we do not forgive these men. None of you will listen to reason. We know that we've not imagined these attacks. We know that we are bruised and terrified. Hope for the unknown is good. It is better than hatred of the familiar. We could not endure any more violence. We have been preyed upon like animals. Maybe we should respond like animals. How would you feel if in your entire life it never mattered what you thought? And we've liberated ourselves. We will have to ask ourselves who we are. In Women Talking geht es um eine Gruppe von Frauen, die innerhalb einer religiösen Kolonie leben, angeblich in Bolivien. Ich konnte das jetzt irgendwie nicht rausfinden. Und diese Frauen werden misshandelt von ihren Männern, werden unter Drogen gesetzt, werden misshandelt, werden schwerst verletzt, auch vergewaltigt. Und als diese dann irgendwann wegfahren oder in den Krieg ziehen, soweit ich mich erinnere, setzen sich diese Frauen zusammen und reden über etwas, was sie normalerweise nicht tun. Über intimste Thematiken. Dabei gibt es eine Frau, die schwanger ist von ihrem Mann, gespielt von Rooney Mara. Dann gibt es eine Frau, Solomon, die ihren eigenen Mann angegriffen hatte mit einer Sense. Und dann hatten wir Jessie Buckley, die spielt Marish, die ihren Mann irgendwo auch in Schutz nimmt. Und dann gibt es noch einen einzigen Mann, gespielt von Ben Whishaw, der ist ein Lehrer, der diese ganzen Sachen protokolliert. Und das ist im Grunde die ganze Geschichte. Sie sitzen in einer Scheune, primär in einer Scheune, und unterhalten sich darüber, was sie tun und wie sie fliehen können, wie sie ihr Leid, was sie aktuell haben, beenden können. Und der Film ist für 2 Oscars nominiert, was überraschend war, denn im Vorfeld ging man davon aus, dass der Film gar keine Oscar-Nominierungen mehr bekommen dürfte. Ich erinnere mich noch daran, als der Film Premiere feierte und alle Leute gesagt haben, boah, das wird einer der meistnominierten Oscar-Filme des Jahres. Das werden Schauspieler nominiert, Claire Foy, Jesse Buckley sind ganz weit vorne, Ben Whishaw als männlicher Nebendarsteller und so weiter und so fort. Hat am Ende nur Drehbuch bekommen und bester Film, also 2 Nominierungen, und selbst die finde ich ein bisschen ungerechtfertigt. Women Talking ist zwar ein Film, der an der Oberfläche relativ wichtig ist, weil ich meine, Frauengewalt gegenüber Frauen von Männern geht überhaupt gar nicht und sollte immer zur Strafe geführt werden, aber das große Problem ist es, dass sie sich eigentlich nur über ihre eigenen Thematiken unterhalten und diskutieren. Und so fällt es mir irgendwann schwer, die eigentliche Thematik, die im Raum ist, zu spüren. Weil es einfach da irgendwann dann auch gar nicht mehr drum geht. Und ich finde die schauspielerisch zwar toll, Rooney Mara, Claire Foy, Jesse Buckley, Ben Whishaw, alle toll und wären auch definitiv Oscar-würdig gewesen, aber irgendwie verwebt sich der Film in unterschiedlichen Ausgangssituationen, beziehungsweise in die unterschiedlichen Sichten der Frauen. Und das wird irgendwann zu viel. Dann möchte die eine das, die möchte das, die möchte das. Und wir gucken ihr halt gefühlt 2 Stunden lang zu, wie sie in einer Scheune auf einem Heuboden die ganze Zeit sich versuchen auszudiskutieren. Das alles in einem graubraun
dass es aussieht, als würde es die ganze Zeit nur regnen. Man könnte es auch so viel anders machen, einem Film eine besondere Schwere zu geben und nicht einfach nur den Film grau zu machen. Es gibt beispielsweise Schwarz-Weiß-Filme, die es wunderbar schaffen, mit der Lichtsetzung die Spannung oder die interessanten Momente auszuarbeiten, visuell. Und hier passiert das gar nicht. Hier ist alles einfach nur grau, dunkel und braun und irgendwie hat das für mich nicht funktioniert. Und genau so ist es leider auch mit der Geschichte. Das ist alles so theatralisch, so tief bedrückend und jeder hat da irgendwie sein Ding, worüber er diskutieren will und fühlt sich nicht gesehen. Und das ist dann irgendwann ein Angebitsche untereinander, wo ich den Kerngedanken verstehen kann, aber die Ausführung ist so all over the place, dass ich dann da saß und dachte, boah, dieser 104 Minuten, wie der Film geht, fühlen sich an wie 3 Stunden. Und das ist dann auch leider nicht gut. Und so muss ich sagen, dass Sarah Polley's Women Talking von mir nur 5 von 10 möglichen Punkten bekommt. Ich bin leider sehr enttäuscht. Ich habe mit mehr gerechnet. Aber gut, dann ist es jetzt leider so. Habt ihr den vielleicht sogar schon gesehen? Der kam ja am Anfang Februar in die deutschen Kinos. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir was dazu in die Kommentare schreibt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Kritik zu Wo ist Anne Frank? Bis dahin, tschüss, haut rein und...